Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute unboxen wir die PlayStation 5. Und auf dieses Video habe ich mich persönlich schon unglaublich lange gefreut, weil wir natürlich alle den Next-Gen-Konsolen entgegenfiebern. Im Hintergrund mache ich das Ganze schon auf. Der Schlachtplan für heute ist, glaube ich, wie folgt. Wir unboxen das Ganze erstmal und danach schauen wir uns mal an, warum dieser Konsolen-Launch eigentlich so eine Katastrophe war. Einiges ist schiefgegangen und viele von euch werden wahrscheinlich auch betroffen sein. Das gucken wir uns aber nachher erstmal an. Wir holen das Ganze mal aus dem Pappschuber raus und darunter haben wir einen zweiten Karton, der ganz schlicht gehalten ist. Ne? Ein schwarzes kleines PlayStation-Logo drauf. Mir persönlich gefällt, hätte natürlich alles ein bisschen farbiger sein können, aber ich will mich nicht beschweren. Das Ganze machen wir jetzt mal auf und schauen, was uns da drin erwartet. So, ja, ich glaube, das ist so eine Art Zwischenkarton, den man noch rausnehmen kann. Wir machen das Ganze erstmal auf und holen das jetzt mal raus, um uns das genauer anzugucken. Da handelt es sich um das ganze Zubehör. Angefangen mit dem Prospektmaterial, Garantie wahrscheinlich und die Gebrauchsanweisung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann mal das Stromkabel, auch relativ uninteressant, war klar, dass es dabei ist. Hier haben wir eine kleine Besonderheit, kann man schon fast sagen, der Ständer der Konsole. Den schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer an, denn wir haben da drunter noch das HDMI-Kabel, da gab es ja auch so ein paar Diskussionen. Und hier haben wir die zwei Sachen. Ne? Aus einer anderen Perspektive schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen detaillierter an. Der Ständer. Den Ständer kann man auf zwei unterschiedliche Arten benutzen. Einmal um die Konsole hinzustellen und einmal um sie hinzulegen. Dafür kann man das Ganze drehen und durch den Drehmechanismus, ja, legen wir da auch so ein kleines Geheimfach frei. Da drin verbirgt sich die Schraube, die man zur Montage für den, ja, stehenden Gebrauch braucht. Und da ist auch noch ein Fach für so einen kleinen, ja, Plastiknupsi, nenne ich es mal, damit das Ganze nicht verloren geht. Typisch japanisch, also so richtig schön durchdacht, das gefällt mir. Und da haben wir das HDMI-Kabel. Und ja, es ist wirklich ein HDMI 2.1-Kabel. Da gab es ja auch so ein paar Probleme, weil das Ganze nicht beschriftet ist. Aber jetzt wissen wir es ganz genau. Wir packen das Ganze erstmal wieder ein, bauen natürlich nachher alles auf, aber wir schauen uns erstmal den Controller an. Der ist natürlich besonders wichtig, auch den schauen wir uns nochmal aus einer anderen Perspektive an. Da haben wir das gute Stück. Oh, der liegt so gut in der Hand. Ich muss wirklich sagen, ich bin so begeistert von dem Controller. Ich hatte mir noch einen einzelnen zusätzlich vorbestellt. Das heißt, ich kenne den schon. Dazu könnt ihr euch gerne das Video anschauen. Blende ich später nochmal ein. Aber ich muss wirklich sagen, das Ding liegt so gut in der Hand. Er sieht so gut aus. In jederlei Hinsicht gefällt er mir. Also ich habe eigentlich keinen Kritikpunkt. Auch von hinten schön schlicht. Da ist nichts draufgeklebt wie bei dem DualShock 4. Da ist alles drauf gedruckt. Und die adaptiven Trigger sind natürlich auch ein Highlight. Wenn der aus ist, merkt man das Ganze nicht so. Aber wenn der an ist und man spielt die Tech-Demo Astro's Playroom, dann ist das wirklich eine extremste Neuerung. Auch von der Frontperspektive gefällt der mir extremst gut. Machen wir mal die Lampen an, indem wir den Home-Button drücken. Oh, das sieht geil aus. Lecco mio, gefällt mir das gut. Auch von vorne nochmal. Das Ganze wird dann leuchten, ne, wenn man den Controller durchgehend anhat. Und hier haben wir die ganzen Knöpfe mal aus der Nahansicht. Den PlayStation-Button, das Mikrofon, die Lautsprecher. Unten, ja, für die Dockingstation, ne, haben wir dann noch so diese Kontakte. Da haben wir den Share-Button, auch sehr wichtig. Ne, jetzt kann man ganz gut so 4K-Videos aufnehmen. Schöner Druckpunkt von den Knöpfen. Es gefällt mir sehr gut. Unten, da habt ihr nochmal die Kontakte, die ich eben angesprochen habe. Und da die Kante, es ist eine Kante da, da hatte ich Sorgen. Aber die stört nicht, ne, weil man kommt mit den Handballen nicht dran, wenn man den Controller so in der Hand hat. Wirklich sehr schön. Also das Ding liegt in der Hand bombastisch. Wirklich nochmal ein großer Schritt vom DualShock 4 Controller, wie ich finde. Schaut euch gerne nochmal das Video zu dem Controller bei mir auf dem Kanal an. Auch den Controller legen wir nochmal weg. In dem Fach haben wir das USB-C-Kabel, womit man den Controller und auch das Headset aufladen kann. Die ganze Box legen wir mal beiseite und jetzt holen wir das Herzstück raus, die Konsole. Gar nicht so einfach, ne? Man muss das Ganze mal hinlegen. Und jetzt sieht man mich mal kurz, das verdecke ich natürlich gekonnt, mit einem PlayStation 5 Logo. Das müsst ihr mir verzeihen. War auch echt eine ungünstige Perspektive zu meiner Verteidigung. Boah, das Ding ist schwer. Seid vorsichtig. Wir müssen erstmal diese Kartons da wegmachen.
gut festhalten. Bei diesem Prozess fällt einem das ganz gerne mal aus der Hand. Lecco Mio, ist das ein Brummer? Wir haben die Konsole mal auf den Tisch gelegt, damit wir das Ganze vorsichtig mal draus befreien können und anschauen können. Ja, jetzt nicht übereilig und hektisch, schön vorsichtig. Und jetzt kann man das Ganze da so ein bisschen rausziehen, ne? Da haben wir das Ding, der erste Blick auf die neue Konsole. Ich muss ganz ehrlich sagen, die größte Überraschung ist es natürlich nicht, ne? Ich hatte mir vorher schon mal von amerikanischen YouTubern so Unboxings angeguckt. Die hatten die Konsole ja schon vor einem Monat, glaube ich. Mir gefällt's gut. Ich muss ehrlich sagen, das Design ist mutig und mir gefällt's, ne? Ist nicht jedermanns Sache, ist klar. Hier sehen wir das Ganze von unten. Hier, das ist die Frontansicht, ne? Da haben wir ein paar Knöpfe. Da zoomen wir jetzt mal dran, ne? Das Ganze Schwarze ist glänzend. Da seht ihr auch schon Fingerabdruck. Seid vorsichtig, ihr könnt das Ding auch ganz leicht zerkratzen. Ja, das Glänzende hätte ich mir persönlich eher matt gewünscht. Naja, aber ich muss sagen, ich habe mich mit der Konsole angefreundet. Insgesamt gefällt sie mir eigentlich gut, ne? Das geht nicht jedem so. Ist halt Geschmackssache, gerade bei sowas Außergewöhnlichem, ne? Die eckt natürlich mehr an als so eine Xbox Series X mit dem Design. Aber ich muss sagen, Mut muss auch belohnt werden. Hier haben wir die ganzen Anschlüsse, ne? Highspeed, USB, Ethernet, HDMI und Stromanschluss. Und das Ganze ist ummantelt von einem riesigen Lüfter, der eigentlich rundum geht. Da seht ihr das Ganze. Das ist wirklich alles Lüfter an dieser Konsole. Ganz oben links haben wir nochmal so eine Art, ja, ich glaube Schloss. Ne? Dann kann man das Ding in einem Laden fixieren, ist aber für den Otto-Normalverbraucher eher uninteressant. Ihr seht schon das Problem, ne? Ich habe das Problem, euch das Ding komplett zu zeigen, weil es so riesig ist. Meine Kamera und das Stativ sind dafür nicht optimal geeignet, aber ich zeige euch da gerade mal dieses Logo, was da so ausgecuttet ist. Und darunter sieht man nochmal das Glänzende. Sehr geiler, hochwertiger Akzent, wie ich finde. Gefällt mir ziemlich gut. Ne? Das ist nicht einfach nur draufgeklebt, das ist wirklich da reingefräst oder reingestanzt. Macht das Ganze halt wertig. So, ich habe das ganze Ding jetzt mal umgedreht, ne, weil wir kümmern uns jetzt langsam mal um den Standfuß. Da oben seht ihr auch noch so ein bisschen Lüfter, glaube ich. Und da kann man mit dem Fingernagel ganz easy diese Plastikabdeckung rausnehmen, wo dann nachher die Schraube reinkommt. Da haben wir den Ständer, den müssen wir natürlich jetzt erstmal drehen, ne? Zum einen, um die Schraube rauszuholen, zum zweiten, um diesen Standfuß in die richtige Position zu bringen. Die Schraube holen wir raus. Ich bin natürlich ein bisschen ungeduldig und reiß da so dran rum, man kennt es. Aber das muss man natürlich mit Gefühl machen und dann klappt das Ganze auch. Ihr braucht dazu eventuell Werkzeug. Ich habe nachher das Ganze mit den Fingern erst gemacht und nachher mit einer 2-Cent-Münze so ein bisschen angezogen. Das klappt ganz gut. Hier drehe ich jetzt das Ganze, bringe es in die richtige Position, lasse es einrasten und dann kann man einfach die Schraube reinstecken. Geht wirklich easy, passt perfekt, von daher keine Probleme. Wir drehen jetzt die Schraube einfach mal mit den Fingern an und später mache ich das dann irgendwie mit einer 2-Cent-Münze. Klappt alles einwandfrei. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Wir drehen das Ganze um und da haben wir's. Perfekt. Bei der Ansicht sieht man den Standfuß gar nicht. Von daher blende ich jetzt einfach mal ein Bild rein. Ist einfacher, ne? Aus dem Internet schön. Professioneller Content mal wieder. Ich zeige euch natürlich jetzt auch, wie das Ganze für die liegende Position funktioniert, ne? Ihr habt ja die PlayStation-Logos. An der Stelle müsst ihr das Ganze einklippen. Geht ganz easy, ne? Sitzt auch relativ fest, muss ich sagen, ne? Das sieht man jetzt gleich in einer anderen Position. Also das fällt nicht ab oder sonst irgendwas. Da haben wir's. Und so wird das Ganze dann gehalten. Auch da müsst ihr natürlich den Standfuß drehen, damit das richtig gehalten wird. Sonst drückt das so in die Konsole rein, das ist nicht so gut. Ich stelle das Ganze jetzt mal hin und es steht wirklich sicher, muss ich sagen. Wenn nicht gerade ein Erdbeben ist, sollte das reichen. Hier nochmal die Perspektive von unten, ne? Ist so leicht erhöht. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Wegen der ganzen Lüftung und so weiter. Wobei, unten haben wir eigentlich keine Lüftung. Naja. Es sieht auf jeden Fall gut aus, wie ich finde. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das erste Spiel für die PlayStation 5 bei mir ist. Es ist Call of Duty Cold War. Wie könnte es anders sein? Ich bin ein Liebhaber der Call of Duty-Reihe. Das Ganze braucht 285 GB. Das ist einfach gigantisch. Also andere Spiele sind natürlich nicht so groß, aber Call of Duty nimmt da einfach mal ein Drittel in Beschlag. Ihr habt gerade den Preis gesehen, 79 Euro.
Was haltet ihr von der Preiserhöhung? Ich persönlich finde es zu teuer. Die machen auch ein Heidengeld durch die Ingame-Käufe. Von daher, ich weiß nicht. Finde ich eigentlich nicht so doll. Wir machen das Ganze mal auf. Da ist natürlich nur die CD und der Flyer für Warzone, was ich auch toll finde. Könnt mir ja mal schreiben, spielt ihr das gerne? Würde mich mal interessieren, ob meine Zuschauer auch bei Call of Duty so gerne reinsuchten. Wir sind am Ende vom Unboxing, aber eine große Frage bleibt noch offen. Und zwar, warum war der Konsolenlaunch eine dermaßen große Katastrophe? Das hat für mich drei große Gründe. Einmal die Kommunikation von Sony mit den Fans. Einmal ja, die Handhabung der Online-Händler oder insgesamt eigentlich aller Händler. Und dann noch die Kinderkrankheiten, die die Konsole am Anfang bei manchen Leuten hatte. Fangen wir mal an mit der Kommunikation von Sony mit den Fans. Wir wurden beruhigt, ne? Uns wurde gesagt, ihr werdet rechtzeitig darüber informiert, wann die erste Vorbestellerwelle losgeht, und das haben sie nicht gemacht. Also nach einer Präsentation mitten in der Nacht ging plötzlich die Vorbestellerwelle los, selbst in der Präsentation wurde kein Wort darüber verloren, und das ist frech. Also ich war sehr sauer, ich bin leer ausgegangen, so wie viele andere auch. Naja, ich hatte dann bei der zweiten Vorbestellerwelle Glück und habe beim Mediamarkt zugeschlagen. Das hat auch alles perfekt funktioniert. Aber auch beim Mediamarkt in Saturn gab es einige Probleme. Da wurden Bestellungen storniert, Lieferungen sind bis heute nicht eingetroffen, habe ich gehört. Bei Amazon schien zunächst alles glatt zu laufen, aber auch da war ein Kumpel von mir betroffen. Die Konsole wurde am Release-Tag selber noch storniert, direkt Geld zurück, und einem wurde gesagt, das ist jetzt nur mal so, man könnte daran nichts ändern. Wobei ich glaube, da kann man jetzt rechtlich gegen vorgehen. Was meint ihr? Also ist alles ein bisschen kritisch, ist natürlich auch ein Riesenunternehmen mit einer Rechtsabteilung. Der dritte Punkt, die Kinderkrankheiten. Da würde ich jetzt mal gerne wissen, wenn ihr so eine Konsole schon habt, seid ihr betroffen? Also ich muss sagen, mein Lüfter funktioniert gut, es ist relativ leise, so ein ganz leichtes Scheuern, also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich höre ich das gar nicht. Wenn ich mein Ohr an die Konsole halte, dann höre ich da halt irgendwas gut, aber so ist es halt nun mal. Also bei mir ist es eigentlich alles in Ordnung und ich würde sagen, ich bin nicht betroffen, kein Fiepsen, kein übermäßig lauten Lüfter, eigentlich hat alles gut geklappt. Ich hatte 4 Abstürze bei der Einrichtung der Konsole. Mittlerweile hatte ich jetzt seit 24 Stunden keinen Absturz mehr. Von daher würde ich sagen, scheint jetzt alles in Ordnung zu sein und die werden wahrscheinlich auch noch mit einem Firmware-Update ausgemerzt. Ne? Dann haben wir keine Fehler mehr. Ich hoffe, ihr habt eine Konsole bekommen. Falls nicht, ich fühle mit euch, drücke euch die Daumen, dass das noch vor Weihnachten irgendwie klappt. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut.